Am Wort ist die Frau Abgeordnete Dr. Eva Mückstein. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe das mit dem Antrag in Bezug auf die Krankenhauskeime und die Antibiotikakontrolle ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, der Antrag ist jetzt einmal auf meine Initiative eingebracht worden, aber ich freue mich natürlich sehr, dass es ein gemeinsamer Antrag geworden ist und dass wir da eine gemeinsame Initiative setzen, um in dieser wichtigen Frage tatsächlich etwas weiterzubringen. Ja, Krankenhauskeime sind ein großes und anwachsendes Problem. Die Prävalenz liegt immerhin bei 6%. 2 Millionen Menschen nehmen Krankenhausaufenthalte bei uns in Österreich in Anspruch und 120.000 Personen davon sind betroffen. Für 5% der Betroffenen entsteht dadurch auch eine todbringende Krankheit, an der sie dann letztlich versterben. 20-30% dieser Infektionen könnten verhindert werden durch geeignete Maßnahmen. Das, was wir gemeinsam jetzt machen wollen, ist das System zur Erfassung und in Bezug auf die Meldepflicht zu verbessern und weiterzuentwickeln und verpflichtende Meldungen anzustreben. Das ist sehr wichtig, einerseits zur Qualitätssicherung für die Patienten selbst und auf der anderen Seite aber auch für die Transparenz, damit man überhaupt geeignete Maßnahmen setzen kann. Was uns auch noch wichtig gewesen wäre, wären die Etablierung von bundesweit einheitlichen Hygienestandards, weil auch mit bestimmten Hygienevorschriften viel verhindert werden könnte. Zum Antibiotikagebrauch ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es geht ja jetzt einmal in erster Linie hier um die Humanmedizin. Wir haben das Problem aber auch in der Landwirtschaft und in der Tierzucht. Und der Herr Kollege Rasinger wird mir jetzt dann auch gleich sagen, dass es aus seiner Erfahrung anders ist, als die Wissenschaft sagt, nämlich ein Drittel der Antibiotika-Verschreibungen, vor allem bei den Allgemeinmedizinern, passieren aus nicht wichtigen oder nicht nachvollziehbaren Gründen. Und ich denke, da gibt es wirklich ein erhebliches Problem, das auch entsprechende Maßnahmen nach sich ziehen sollte. Also über den gemeinsamen Antrag hinausgehend hätten wir uns auch noch gewünscht, dass in Bezug auf die Schulung von Ärzten und auch schon in der Ausbildung ein Augenmerk darauf gelegt wird und ein Fokus gesetzt wird. Auch dass dieser Schnelltest, da haben wir uns im Gesundheitsausschuss auch drüber unterhalten, die Differenzierung zwischen bakterieller und Infektionserkrankungen erleichtern könnte, dass dieser Test von den Krankenkassen nicht bezahlt wird oder nicht überall bezahlt wird, ist ein großes Problem, weil letztlich wäre damit eine Fehlbehandlung auszuschließen. Ja, dann wollte ich noch etwas sagen zur Meldepflicht in Bezug auf Tuberkulosefälle. Frau Kollegin Belakovic, wenn Sie sagen, ja, in welcher Welt leben wir denn, dass Kinder ausgegrenzt oder diskriminiert werden? Ich denke, in der Welt der FPÖ ist es leider oft so, dass Kinder ausgegrenzt und diskriminiert werden. Ich finde, wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass das nicht so ist. Und es sollte eine selbstverständliche ethische Verpflichtung auch sein, Kindern, die erkranken, das Leben nicht zusätzlich schwer zu machen. Ja. Im Zusammenhang mit dem Antrag vom Herrn Kollegen Loacker möchte ich noch sagen, grundsätzlich ist diese Idee ja nicht schlecht und vielleicht verfolgen wir sie in differenzierter oder angemessener Weise auch noch weiter. Wir werden jetzt nicht zustimmen, weil wir ein anderes Konzept verfolgen, nämlich die Zusammenlegung der Krankenkassen so, dass für jede Sparte eine eigene Sozialversicherung entsteht, eine für Krankenversicherung, Unfall und
Pensionsversicherung. Wir wollen grundsätzlich eher die Bundeskompetenzen stärken, um das Kompetenzwirrwarr aufzulösen. Und es ist uns sehr wichtig, dass nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Planung und Versorgungsverantwortung in eine Hand kommt, um im Gesundheitswesen wesentlich effizienter zu werden und große Einsparungspotenziale nützen zu können. Danke. Ein Drittel der Antibiotika-Verschreibungen seien unbegründet, argumentiert die grüne Gesundheitssprecherin Eva Mückstein ihren Antrag für Maßnahmen gegen Antibiotikaresistenzen.